Hallo alle zusammen. Ja, wie ihr an der Überschrift schon erkennen könnt, wollte ich euch einmal meinen kleinen Stapel an ungelesenen Büchern zeigen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so ein Video machen würde, weil es hat sich eigentlich nie für mich ergeben oder ja, bisher gelohnt, dass ich euch jetzt einen richtigen Stapel hätte zeigen können. Aber da ich zu Weihnachten ziemlich viele Bücher geschenkt bekommen habe und davon bisher nur eins gelesen habe, ja, jetzt habe ich mir gedacht, nutze ich die Gelegenheit mal und zeige euch mal, was ich bekommen habe. Und ich fange direkt an mit der meiner heißgeliebten Talreihe von Christina Kuhn. Ich habe die ersten drei Bände der ersten Staffel ja jetzt schon gelesen und habe dementsprechend natürlich jetzt den letzten Band der ersten Season gekriegt, die Prophezeiung. Ich habe noch nicht angefangen, doch ich habe angefangen. Moment mal. Okay, ich bin auf Seite 9. Gut, also ich habe angefangen, aber ja, ich bin noch nicht wirklich weit und das war, glaube ich, irgendwie direkt der Tag an Weihnachten, wo ich mal so reingelinst habe. Das wird, wenn auch von all den Büchern, die ich jetzt hier liegen habe, ich glaube, die Reihe sein, die ich jetzt weiterlese, weil ich einfach noch zu sehr in dieser Materie drin bin. Das letzte Buch war so spannend und hat mir sehr gut gefallen und man will einfach wissen, wie es weitergeht. Ja. Bin ich gespannt. Dann natürlich den ersten Band der zweiten Staffel, Der Fluch und 2.2, Das Erbe. Finde ich sehr schön, sieht auch super im Bücherregal aus. Ich liebe einfach das Cover, besonders die erste Staffel gefällt mir noch viel besser, in diesen Rot-, Orange-, Gelbtönen, und mit, dem Anthrazit hier. Also ich finde, die sehen so toll aus und dann dieses Emblem mit dem, College vorne drauf, finde ich sehr klasse. Ja, da freue ich mich schon drauf und bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ja, ansonsten, nee, ich sag da jetzt noch nicht zu. Ich weiß da noch nicht genau, ob ich überhaupt eine Review machen soll zu der ersten Staffel, ob das nicht schon alles zu alt oder zu, ja, durchgenudelt ist, sage ich jetzt so einfach mal so. Ich weiß nicht, wer das wissen will. Also ich, für die erste Staffel kann ich mir schon vorstellen, da irgendwie was zu sagen oder wenigstens zu sagen, wie mir die Bücher gefallen haben und ja. Welches so mein Favorit war. Dann habe ich natürlich gedacht, so, okay, ja, mein Vater kam an, ja, kann ich dir denn zu Weihnachten schenken? Ja, Bücher. Er wollte mir natürlich Bücher, mein Vater ist sehr ja, mein Lesen weiterzubilden und alles und ist daher für Bücher immer zu begeistern. Und ich habe ihm mal vor ein paar Jahren, wohl, was heißt Jahren? Vor 2, 3 Jahren oder sowas. Vor zwei. Ein Jahr? 2 Jahren? So lange ist es noch gar nicht her. Keine Ahnung, wie lange die jetzt schon hat. Habe ich ihm mal eine Liste gegeben von Büchern, wo ich gesagt habe, okay, die kannst du nach und nach abarbeiten und mir nach und nach, ja, die Bücher halt besorgen zu Geburtstag oder Weihnachten oder was auch immer. Und ich habe auch ein paar Sachen davon bekommen. Er hat dann gesagt, ja, hier willst du wieder was von der Liste haben. Und ich habe gesagt, nee, irgendwie diesmal nicht, weil diese Liste ausschließlich Bücher beinhaltet. Jetzt nicht alle, aber die, die mich natürlich am meisten interessiert haben, die in der Serie Gilmore Girls vorgekommen sind oder beziehungsweise die Rory Gilmore gelesen hat. Also es ist eigentlich eine reine Rory Gilmore Bücherliste. Und ja, ich habe schon ein paar Sachen davon bekommen. Und aber ich hatte jetzt irgendwie so auf so bestimmte Sachen wie, weiß nicht, Kafka oder Tolstoi, hatte ich jetzt nicht so wirklich Lust drauf. Und da habe ich mir so gedacht, okay, nimmst mal etwas, was du wirklich gerne hättest und von deiner persönlichen Liste, die du ja ständig abarbeiten willst. Und habe gesagt, okay, Papa, dann holen wir Maggie Stiefvater. Ja. Und ich zu Weihnachten schön, wusste ja, okay, Papa hat mir ein Buch besorgt. Ja, jetzt hat er allerdings so gemacht, ich habe das Paket ausgepackt und habe natürlich Michis Stiefvater nach dem Sommer gekriegt. Und ich so, ach, Moment mal, da war doch was. Ja, ich habe natürlich jetzt den zweiten Band gekriegt und habe dann zu meinem Vater gesagt, ich so, Papa, das ist der zweite. Was soll ich jetzt machen?
Man dachte so, ach, oh je, das tut mir so leid und keine Ahnung. Ja, und dann habe ich natürlich noch nachträglich den ersten rot das Licht gekriegt. Ja, jetzt fehlt mir nur noch der dritte. Wie gesagt, da muss ich aber mal gucken, wann ich anfange, die zu lesen, weil ich bin da schon sehr gespannt drauf und freue mich auch schon, die zu lesen. Aber wie gesagt, momentan ist einfach das Tal noch zu ja, aktuell für mich. Und irgendwie Bücher parallel lesen mache ich sehr, sehr ungerne. Deswegen, ja, bin ich mal gespannt, wann ich dazu komme. Dann habe ich von meinem Vater eigentlich wie vor, wann habe ich das gekriegt? Vor einem Jahr oder vor 2 Jahren habe ich jetzt die nächste Reihe, das nächste Buch aus der Reihe bekommen. Und zwar die Denkanstöße 2013. Finde ich immer sehr interessant, ist so ein kleines Heftchen, so ein kleines Büchlein aus dem Piper Verlag. Finde ich immer sehr gut, wenn man sich auch ein bisschen mal von dem ganzen Romanengedöns ein bisschen zu was Wissenschaftlicherem oder Philosophischen ja, hingezogen fühlt, das auch mal zu lesen. Und ich bin sehr für den, ja, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich gerade einen Hänger gehabt. Also ich habe schon auch in der Schule schon immer so Texte, Philosophie war ja damals mein Lieblingsfach gewesen, habe ich immer sehr gerne gelesen und immer dieses Nachdenken und drüber sinnieren. Das habe ich aber schon zu dem Buch, ich weiß jetzt nicht, welchen Teil, ich habe 2012 oder 2011, hatte ich schon mal in einem anderen Video gezeigt. Ich weiß gar nicht mehr, in was, ich glaube in dem Büchertag. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber die finde ich immer ganz schön und ist mal halt einfach was anderes. Ist mal was, was auch selber zum Denken anregt. Ich kann euch ja mal eben die Überbegriffe beziehungsweise die Themen, die im Inhaltsverzeichnis aufgeführt sind. Ja, damit ihr so einen kleinen Einblick bekommt, kann ich euch das mal vorlesen. Und zwar haben wir einmal die Rubrik Erkenntnisse aus Religion und Philosophie. Da haben wir Hans Küng, ist die Kirche noch zu retten? Das ist halt aus der Sparte jetzt Religion und Philosophie. Klaus-Peter Simon, warum das Ich von so großem Interesse ist? Jesse oder Jesse Baring, die Erfindung Gottes, Zeichen, Zeichen, überall Zeichen. Dann haben wir die Rubrik Einsicht aus Politik und Gesellschaft. Walter Krämer, sind wir Deutsche eine Nation von Panikmachern? Können wir gut, manchmal gut sein, ja. Dann Alan Weisman, wie ein Dorf die Welt neu erfindet. Dann sind wir im Bereich Thesen aus Naturwissenschaft und Erziehung. Metin Tolan mit Physik auf der Titanic. Oh, das klingt sehr interessant. Ich glaube, das Kapitel werde ich mir mal durchlesen. Tobias Hürter, was zwischen Wachen und Träumen alles geschieht. Oh, das ist auch was für mich. Remo H. Lago, Monika Zernin, Jugendjahre, wie Jugendliche sprechen, musizieren, konsumieren und träumen. Finde ich auch sehr interessant, muss ich sagen. Dann haben wir noch den Bereich Erfahrung aus dem Leben großer Persönlichkeiten. Michael Stegemann, das dreigeteilte Leben des Franz Liszt. Oh, Liszt, wer sich für Liszt interessiert, ist das bestimmt sehr interessant. Dann Heimo Schwilk, Hermann Hesse, das Leben des Glasperlenspielers. Und Uwe Oster, Friedrich II. Und der Kampf mit seinem Vater. Klingt vielleicht jetzt nicht für viele so spannend, gerade die, die jetzt nicht viel mit dem Wissenschaftsquatsch anfangen können oder mit Politik. Aber wie gesagt, ich finde, das ist eigentlich immer alles sehr gut geschrieben und auch sehr, sehr interessant und informativ. Und ja, solche Texte sind so das Einzige, was mich in meiner Schulzeit so einigermaßen noch so interessiert hat. Und die sind halt hier in diesem Buch gut zusammengefasst. Und ja, gibt es jedes Jahr immer wieder. Ich habe aber, wie gesagt, glaube ich, ein oder zwei Bücher jetzt zuletzt ausgelassen. Also ich sehe es jetzt auch gerade irgendwie nicht. Das ist hier irgendwo in meinem Regal total untergegangen. Egal. Gut, dann kommen wir zum letzten Buch. Das wollte ich jetzt eigentlich euch gar nicht zeigen mehr, weil, beziehungsweise ich wollte es euch zeigen, weil es war auf meinem Stapel ungelesener Bücher. Ja, bis ich es dann vor ein paar Tagen dann doch gelesen habe und schneller als ich gedacht habe. Und zwar habe ich 80 Days von Rainer Jackson bekommen, die Farbe der Lust, den ersten Teil aus der Reihe. Und ja, ich habe es jetzt gelesen, deswegen,
wie gesagt, es war auf meinem Stapel, deswegen zeige ich es euch dennoch. Und ich wollte ein bisschen schon mal was dazu sagen, weil ich werde keine Review oder so dazu machen. Das lohnt sich einfach nicht. Ich muss sagen, mir hat es nicht so gefallen. Also ich war sehr schnell durch. Ich glaube, das war das erste Buch, was ich innerhalb von 6 Stunden, waren 6 Stunden? Ich muss so um den Dreh gewesen sein, fertig gelesen habe, weil, also ich habe irgendwann abends angefangen und war dann in der Nacht auf einmal fertig. Ja, ich muss aber auch sagen, dass ich viele Sachen überblättert habe. Also wenn irgendwas lange und breit erklärt wurde oder ausgeführt wurde oder beschrieben wurde, wo man wusste, ah, das geht jetzt über 6 oder 7 Seiten, das habe ich dann immer vorgeblättert oder also zwischen den Zeilen dann so ein bisschen gelesen. Da habe ich auch nichts verpasst oder das hat der ganzen Geschichte jetzt auch keinen Abbruch getan. Und ich muss sagen, ja, also mir gefällt es nicht so. Ich muss sagen, da gefällt mir Shades of Grey um Längen besser. Ja. Ja, muss ich jetzt mal so sagen, weil ich bin einfach nicht warm geworden mit den Hauptcharakteren. Die Geschichte ist zwar so interessant und ja. War eine witzige Idee, aber mich hat es überhaupt nicht angesprochen, weil es ist einfach zu sehr einfach auf deren nur die erotischen Bedürfnisse sind da, stehen da nur im Vordergrund. Da ist nicht wirklich viel mit Gefühl. Vielleicht kommt das noch in den nächsten Bänden. Aber mich hat es einfach nicht angesprochen, deswegen, weil man irgendwie was mit Gefühl noch nicht mal irgendwie in der Art. Ja, ein bisschen erahnen konnte man es, aber man ist einfach mit den Charakteren auch nicht warm geworden. Es ist jetzt nicht so, dass man sich jetzt mit den Charakteren identifizieren soll oder kann oder, ne, also man muss ja sich nicht zwangsläufig mit den Hauptcharakteren identifizieren. Ich kann das jetzt gerade sehr schlecht erklären und in Worte fassen, aber ich habe irgendwie einfach dieses Gefühl einfach für, was man manchmal für so Buchcharaktere oder gerade für die Protagonisten hat, habe ich einfach nicht bekommen. Also das war, da kommen auch andere Nebendarsteller, sage ich jetzt mal so, kommen darin vor, Nebencharaktere. Und ich hatte das Gefühl, dass die Hauptcharaktere auch Nebencharaktere waren. Also weiß ich nicht, die waren für mich im Vordergrund nicht so präsent. Ich weiß nicht, wie ich das anders erklären soll. Aber also wie gesagt, es war interessant zu lesen. Also wie gesagt, ich bin da einfach nicht so, ich konnte da nicht so wirklich mit einsteigen mit den ganzen, mit allem einfach. Okay, ich weiß, das ist ein bisschen schwer jetzt zu verstehen, gerade für Leute, die das Buch jetzt nicht gelesen haben, aber vielleicht weiß der ein oder andere, ja, die das Buch schon kennen, was ich so in etwa damit meine. Gerade für die Leute, die jetzt vielleicht auch nicht so viel mit dem Buch anfangen können wie ich, aber wie gesagt, also da ist ja Shades of Grey um Längen besser. Ja, aber wirklich um Längen. Und ja, das war wie gesagt mein Stapel der ungelesenen Bücher oder beziehungsweise auch gleichzeitig ein Video, was ich ja an Bücher zu Weihnachten jetzt geschenkt bekommen habe. Ja, ich weiß, ich habe viel zu tun. Ich werde mal gucken, wie es halt aussieht. Das mit hier 80 Days, das war wirklich einfach so, ja, mal gucken, ne, angefangen, durchgelesen, 6 Stunden, Schluss aus, fertig, Buch fertig. Ich war selber überrascht von mir. Ich glaube, ich habe noch nie ein Buch so schnell ausgelesen wie das, in Anführungsstrichen ausgelesen. Ich habe ja sehr, sehr viel übersprungen, muss ich sagen. Aber ich habe gemerkt, das hat einfach an der Geschichte nichts dran geändert oder ne. Und das Gute ist, eine Freundin von mir liest die Reihe auch, hat schon die nächsten 2 Bände und hat auch schon angefangen und die wird mich da auf dem Laufenden halten, weil ich definitiv mir schon sicher bin, dass ich mir nicht die nächsten Teile holen werde. Ja. Gut, okay, das war's jetzt und ja. Vielleicht schaffe ich es ja noch mal irgendwann, wahrscheinlich erst nächstes Weihnachten oder Geburtstag, euch meinen nächsten Zug zu zeigen. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und hab euch lieb. Tschüss!